Was zur Hölle machst du da? Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Subnautica. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel auch wirklich, und dadurch, dass Far Sky jetzt weggefallen ist, habe ich mir gedacht, spielen wir doch hiervon ein bisschen mehr. Ich liebe dieses Spiel einfach momentan. Und ich wollte mir heute einen Builder bauen, dafür, ja, Nighttime, das ist schön. Habe ich da noch irgendwas, was ich dafür verwenden kann? Was ist denn jetzt hier alles drin? Titan, Kupfer und die Mushrooms. Okay. Kupfer habe ich da auch noch einstecken. Ich glaube aber, ich brauche Silber dafür. Und zwar für den... wo ist er? Hier, Computerchip. Silberohr, genau. Ach, die Disc Pieces, die hätte ich so gebraucht dafür. Das ist nicht schlecht. So, das Titan mal durchschmelzen, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Platz haben. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf die Suche nach Silber. Mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Dann könnten wir uns auch eine kleine Basis bauen oder Einheiten, in der wir Sachen lagern könnten. Silber, das war in einem Sandstein. Dein Chunk hier irgendwo. Jetzt müssten wir das Zeug nur finden. Also sollte es irgendwo bei Sand sein. Hier in dem Biom sollte eigentlich ziemlich viel da sein. Was heißt ziemlich viel? Auf jeden Fall das, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, was für ein Biom das hier überhaupt ist. Schaut interessant aus. Was bist du denn? So ein bisschen umschauen, ob nicht zufällig irgendwo ein Stalker ist. Kann ich dich? Nein. Hier muss doch irgendwo Silber sein. Geht ja nicht anders. Irgendwo muss doch da Silber sein. Quarz ist hier ein Haufen. Ich glaube, ich sollte mir mal das ganze Quarz mitnehmen und R6. R6. Hey, hey. Ist das schnell? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. R6. Ein R6-Biom. Sind hier alle so langsam unterwegs? Na, besser für mich. Ja, die wird gleich wieder losschreien wegen meinem Sauerstoff. Das ist aber egal. So, da ist noch... Nein, schreit sie gar nicht, weil ich zu schnell bin. Au. R6. Wieso seid ihr hier alle so tot? Und langsam. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Hier muss doch irgendwo... dieser Chunk sein. Oh, ein Fragment. Brauche ich eigentlich ein Bilderfragment? Simos schon wieder. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Auf jeden Fall ein Haufen Quarz. Und es ruckelt immer wieder. Hauptsächlich, wenn sich irgendwas Neues lädt. Sandstone, genau, Silber haben wir. Das hier, nee, das ist Sand. Komisch. Was sind denn das für lauter Fische? Hier oben war noch ein kleines Stückchen gelegen. Nee, war's nicht. Komisch. Sah so aus für mich. Wir haben jetzt auf jeden Fall das eine Teil, das heißt, wir könnten theoretisch das ganze Zeug mal bauen.
R6 haben wir jetzt auch für Wasser und Nahrung, aber ich wollte vorher noch mal kurz bei den Creepvines vorbeischauen. Wo wart ihr? Ihr wart, glaube ich, ein bisschen in die Richtung. Ja, immer mit der Glue. Ah, da sind sie. Wunderschöne Creepvines. Au! Wieso überfahre ich mich jedes Mal mit meinem eigenen U-Boot? Sag mir das mal bitte jemand. Oh, okay. Ich habe nicht gedacht, dass mein Inventar voll ist. Jedenfalls nicht so voll. Aber wenigstens bleibt er jetzt hier und schwirrt nicht auf dem Boden. Das macht es doch einfacher. Irgendwas habe ich gerade rausgeschmissen und ich denke, ich werde das gleich wieder brauchen. Ja, das war eins von den Discs. So, und wieder zurück. Bin am Überlegen, sollte ich vielleicht auch ein bisschen was in meinem großen U-Boot aufbauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jo. Ah, danke, du hast mich mal nicht überfahren. Großer Fortschritt. Ja, das ist schön. Okay, ich kann dich nicht wirklich zu Dings machen. Wieso bist du hier so zerstört? Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So, oh, ich kann mir schon den Computerchip bauen. Dann muss ich, glaube ich, hier ran und mir noch ein paar von den Pilzen holen. 3 Stück für eine Batterie. Genau. Ah, Batterien sind so schön und einfach zu bauen. Und dann Bilder. Ich kann ihn bauen, ich kann ihn bauen, ich kann ihn bauen. Ah. So, wir können hier mal wieder ein bisschen was reinsetzen. Kupfer. Das ganze Crash Powder brauchen wir hier, glaube ich, weniger. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir mit dir hier alles anstellen können. Mann, ich habe schon wieder so wenig Energie. Und die ist noch weniger. Aber ich wollte dich eben mehr als Basis nehmen. Welcome aboard, Captain. Ich habe doch das letzte Mal sämtliche Türen zugemacht. Wieso sind die jetzt wieder offen? Dann brauche ich die Türen gar nicht zumachen, wenn du sie wieder aufmachst. Mann! Hilfe. Jo. Was kann ich denn da jetzt alles Schönes bauen? Oh, ich kann mir einen Fabricator aufstellen. Würde ich sagen, den baue ich hier hin. Ah, schön. Dann bräuchte ich noch irgendwas, um die Sachen hier drinnen zu halten. Locker, Titanium und Glas, das sollte ich hinbekommen. Titanium und Glas, Titanium und Glas. Ich könnte mir hier aber auch eine Basis bauen. Dafür bräuchte ich eine Foundation. Ich bräuchte einen Haufen Titan. Bauen wir uns doch eine Basis. Nur ich will jetzt nicht unbedingt von dem Biom hier weg. Das heißt Titan, Titan, Titan. Alles, was ich an Titan habe, mal mitnehmen. Das ist wenig Titan. Habe ich vielleicht noch irgendwo Scrap Metal oder sowas liegen sehen? Hm.
Ich meine, so an sich ist das Biom hier ja schon recht schön. Was gibt's denn, wenn wir weiter Richtung Schiffswrack fliegen hier? Oder schweben oder wassern? Wäre auf jeden Fall. Ah! Metall, 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 Metall. So, ich will auf jeden Fall nicht. Okay, Radiation detected. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Das heißt, ich kann nicht wirklich nah an mein Schiffchen ran. Du bist riesig. Hilfe, in dir wachsen sogar Metalle. Kupfer. Und nochmal Kupfer. Nein, Titan, oder? Titan. Du bist eigentlich ganz schön hier. So. Ich bräuchte hier irgendwas, wo ich die Basis aufbauen kann. Sollte ich das. Also theoretisch müsste ich das ja ein bisschen weiter wegbauen von meinem normalen Zuhause. Einfach um dann irgendwo eine schöne Basis zu haben. Nur, ja. Es bringt mir eigentlich eher wenig. Hier das Biom ist eigentlich ganz schön, auch für die Nahrung. Nur können da Creeper. Nicht Creeper. Ja. Ja. Nur können da die Stalker und alles nerven. Was machst du da? Was zur Hölle machst du da? Das ist schön. Ich baue sie vielleicht hier hin. In der Nähe von den Creepvines, in der Nähe von meiner normalen Basis. So, und die Stalker sollten eigentlich nicht so nerven. Ich habe schon gedacht, das funktioniert jetzt nicht. So, Foundation. So, dafür reicht das Titanium nicht aus. Okay, das geht aber. So, hier nebendran muss eine und da muss eine. Dann passt es ja ziemlich. Und wir brauchen einen Haufen Titan. Stalker, hör auf hier durch. Du willst du da wirklich durch? Oh Mann, ist das schön. Ja, nerv mich nicht. Was machst du hier? Pff. Nein. Ich habe nicht gedacht, dass ich so wenig Sauerstoff habe. So, Scrap Metal, Scrap Metal, Scrap Metal. Da ist noch Scrap Metal. Noch irgendwo Scrap Metal. Ich brauche Titan, ich brauche einen Haufen Titan. Titanium, Titanium. Da bin ich schneller, wenn ich mit dem Ding hier zu meiner Lifepod hier flieg, schwimm, Dings. Ich brauche auch wieder was zu essen. Ach Mann. So, Titan. 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 Das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Sollte doch theoretisch reichen. Also, theoretisch. Mann, nee.
Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Jo, diese Plattform. Diese Plattform. Und diese Plattform. Der Stalker hängt da immer noch dazwischen. So. Korridor. Korridor. Du brauchst auf jeden Fall... ich habe keine Daten mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug Platz, um mir die Creevines zu angeln. Deswegen wollte ich auch hier hin. Ja, darfst doch atmen. Darfst doch atmen. So, ich kann hier wunderschön die Creevines ernten. Die direkt neben meiner Basis wachsen. Na, komm her, 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 Mann. Und dich noch? Und dann sollte es eigentlich schon fast wieder besser aussehen um uns. Wunderbar. Wo ist denn jetzt mein kleines Ding? Da oben ist es. Muss auf die Suche nach Metall gehen. Glas brauche ich auch, aber für Glas habe ich Quarz dabei. Das heißt nicht dabei, aber ich hab's irgendwo hier. Ich könnte mir eigentlich wieder einen Stalker zähmen für die Metallarbeit sozusagen. Nur, ich glaube nicht, dass das so gut ausgehen würde. Habt ihr das letzte Mal gesehen, was passiert ist? Wo ist das Ding? Die ganzen Geräusche, die man hier hört, machen einem auch ein bisschen Angst. Metall! 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 Wo bist du, Metall? Wieder ein Fragment. Au. Seamoth. Wieso liegen hier überall nur Seamoth-Fragmente? Wahrscheinlich laufe ich auch jedes Mal über dasselbe Fragment drüber. Hier, lasst mich raten. Seamoth-Fragment. Au. Ja, sag ich doch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht geupdatet, also geupgradet schon, aber halt den Spielstand nicht neu gestartet habe. Seamoth-Fragment, hey! Dann steige ich doch mal in meinem Seamoth und freue mich darüber. Du bist groß. Also nicht groß, aber bös. Hier muss doch irgendwo noch Scrap Metal liegen. Scrap Metal. Da hätte ich mir denken können, dass es hier ist bei den Stalkern. Ganz, ganz brav. Ich bin Stalker-Freund. Wobei es jetzt ist eh nicht Nacht. Das heißt, die sollten theoretisch gut drauf sein. Ich klaue denen ihr Spielzeug. Was bist du? Stasis Rifle! Stasis Rifle! Ja, ich weiß, es reicht auch, wenn ich nur eins nehme, aber mit zwei geht's schneller. Quarz. Quarz brauche ich auch. Und noch mehr Metall. Gib mir Metall. Gib mir Metall. Was bist du hier für ein Fragment? Simons Fragment. Hey. Titan. Das ist schon wieder so ein tanzender Stalker. Gut, dass ihr lieber mit Metall spielt als mit mir. So, Airsack.
Hier ist noch Quarz. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, jetzt nerv mich nicht, du Blöde. Sag mal lieber nichts. So, das sollte theoretisch reichen für das, was ich vorhab. Ich will auf jeden Fall bis zum Ende der Folge in meiner Basis mal stehen. Egal wie klein sie ist oder wie hässlich sie ist, ich will mal drin stehen. Oh, Nacht kommt. Es ist sehr schön, dass ich mir dann dafür ein Gebiet ausgesucht habe, wo Stalker drin sind. Wenn die Nacht kommt. So, Use Fabricator. Dann Titan. Dann Titan. Dann Titan. Kann ich nicht. Dann Glas. Habe ich hier noch irgendwas für Glas? Ja, Quarz. So müsste es funktionieren. Nein, bleib doch offen. Glas. Es müsste theoretisch funktionieren. So, wo habe ich jetzt die Basis aufgestellt? Das weiß ich nicht mehr. Hier drüben müsste es gewesen sein. Ja, da drüben. Stalker! Hilfe! Oh, gut. Du willst momentan nicht mit mir spielen, das ist schön. Hatch. Hilfe! Einfach nur Hilfe! Fabricator? Kann ich hier... Ah, ich kann hier so auch die ganzen Dinger wieder ranbauen. Ist das hier der Stalker, der versucht hier bei mir einzubrechen? Ich brauche noch ein Glas. Stalker! Nein! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Ich weiß nicht, woher das Gefühl kommt. Ich sollte vielleicht doch mit meinen Seamoth dahin fliegen. Oder fahren. Oder schwimmen. Oder was auch immer. Mann. Was habe ich denn jetzt hier noch drin? So, Silber und sowas, das ist schön. Glas. Was brauche ich denn hierfür eigentlich, wenn ich mir den Dings bauen will? Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Mann, komm her! Power Generator, 4 Titan. Okay. Ich habe nicht genügend Titan. Eindeutig. Brauch mehr Titan! So, diesmal schwimme ich aber hier mit meinem Ding. Ich höre dich, Stalker, aber du kannst mir hier drin nix. Nein, du kannst mir hier drin nix. Du kannst mir nix. Ah. So. Glas habe ich. Ah, jetzt kann ich hier rausschauen. Dann wollte ich mir den... Oh, ich brauche Glas dafür. Ich brauche für dich Glas. Wieso brauche ich für dich Glas?
Ja, und jetzt habe ich nicht mehr. Ja, toll. Bin schneller. Bin schneller. Aua. Mann, ich bin nur auf 20% Gesundheit. Mann. Dann gehe ich doch mal hier rein. Und dann gehe ich doch mal hier rein. Darf ich jetzt da rein? Danke. So, dann... Ich hab dich doch das letzte Mal geparkiert. Was soll ich denn noch machen? Gibt's doch nicht. Böse. So, ja, genau. Wo war ich? Das war's jetzt hiermit. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.